Das bin ich, Lucky Strike. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich wurde an der weltbekannten Zigarettenmarke Lucky Strike benannt. Wie ihr seht, bin ich in einer verdammt beschissenen Lage gerade. Aber fangen wir nicht da an. Ich zeige euch erstmal, wie ich in diese verdammte Scheiße reingeraten bin. 20 Minuten leckt mir da am Arsch. Scheiße, und da sagt man mir, wo du in Berlin. Ich brauche Bierpeller! Ja, genau. Hier fange ich am besten an, wo die ganze Scheiße ihre Wurzeln hat. In Berlin. Ach, Scheiße. Was? Wollt ihr mich verarschen, Alter? 4,50 Euro für einen Kaffee? Alles klar. Ah, da 50 Cent. Kinder-Country ist bei dir? 41. Ja, Kinder-Country war wirklich eine gute Idee. Aber bevor ich das genießen konnte, sah ich erstmal diese zwei vollgedröhnten Idioten. Ich wusste nicht ganz genau, was sie dann machen, aber irgendwie hatte ich diese Ahnung, dass da eine Menge Geld im Spiel war. Und da kam mir der Gedanke. Entweder dieser vollgedröhnte Idiot behält das Geld, oder ich nehme das Einzige, was mir geblieben ist, und hole mir das Geld von ihm. Und da kam mir die Zweifel. Soll ich es tun? Soll ich es nicht tun? Soll ich hingehen? Soll ich mir den Typen schnappen? Ach, fuck off, schuld mir jetzt einfach. Also ging ich auf ihn zu, drückte ihm den Kinderkanton in den Rücken und sagte ihm, was Sache ist. Wie einfach nur deine Potte hast. Die Potte in die Hand gibt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Du scheiß Potte. Mach ihm keine Faxen. Nachdem ich die Potte hatte, sagte ich mir, verdammt Lucky, nimm deine verdammten Beine, deine verdammten Hände und renn los. Renn, du Bastard, renn! Scheiße, ich war mir sicher, ich bin der schnellste Mann der Welt. Die Erleuchtung. Ein Kinder-Country schmeckt um ein Vielfaches geiler, wenn man 52 Eier in der Tasche hat. Es war perfekt, ich schnappte mir das Geld und diese Idioten konnten dann nicht mehr zu den Bullen rennen. Wir noch, sie waren der absolute Abschaum der Gesellschaft. Und dann kam ich zu meinem ersten geplanten großen Überfall. Natürlich tauschte ich den Kinderkanton gegen eine handelsübliche 9mm Halbautomatik. Ich hatte so eine Masche. Es war mein Ding, es war mein Ding. Ich hatte ein richtig geiles Gefühl dabei. Es war mein Ding. Ich beobachtete. Wartete, bis sie ihr dreckiges Geschäft vollzogen haben. Und hielt ihn in den kalten Lauf meiner Knarre an die Schläfe. Und wer würde anders reagieren und nicht die Sache machen, die ich sage? Niemand. Nicht der Abstand von Dealern, die eh für jemand anderen arbeiten, für ein höheres Tier. Dann sollten sie ihren Cappucci beim Kopf ziehen und ich war fein auf dem Schein. Natürlich liegt nicht immer alles glatt. Aber nichts, was man nicht mit einem kräftigen Schlag in ihre verdammte Fresse aus der Welt schaffen könnte. Als es nochmal passierte, kehrte ich zurück an den Anfang und beobachtete sie wieder. Das typische Dealer-Ding. Handshake. Drogentausch. Natürlich lebte ich mein Leben weiter.
Irgendwie ändert sich nichts großartig. Ich zuck einfach weiter mein Ding durch. Und irgendwie kam ich auf den Gedanken, ich habe noch gar nichts mit meinem Geld angestellt. Also dachte ich mir, hey, mach ich doch einen drauf.